Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und ich präsentiere euch heute ein Bier von einer, na, ich muss fast ehrlich sagen, meiner Lieblingsbrauereien aus den USA. Und das liegt an einem besonderen Bier, dem Milk Stout. Und diejenigen von euch, die dieses Bottle Cap Symbol kennen, die wissen genau, es geht um Left Hand Brewing und ein legendäres Milk Stout. Das habe ich hier schon mit dem neueren Label. Es gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre. Aber bekannt geworden auch durch das Nitro Milk Stout mit Stickstoff. Und da steht oben auf der Flasche Pour Hard. Und ja, es fällt immer etwas schwer, eine Flasche Bier zu nehmen und upside down auszuleeren in ein Glas. Und man hat immer so den Eindruck, na, das muss ja komplett übergehen. Passiert bei diesem Bier nicht. Wer mein Video noch nicht dazu gesehen hat, schaut mal, Nitro Milk Stout, gibt es ein Video im Kanal, ist eins der ersten, glaube ich sogar, am Kanal. Sehr, sehr witzig und es funktioniert tatsächlich. 10 bis 12 Grad soll dieses Bier haben in a Stout-Glas. Left Hand hat ja zusammen mit Spiegelau ein Stout-Glas entwickelt. Das habe ich jetzt heute leider für dieses Bier nicht parat. Hängt nämlich in der Spülmaschine drin. Ansonsten 6 Volumenprozent Alkohol. Und mitgebracht habe ich das Ganze vom Matthias Thieme aus dem Bierwana. Milk Stouts, die hatten ja lange Zeit auch den Ruf, ein Medikament zu sein oder zumindest im medizinischen Bereich unterwegs zu sein. Hatte wahrscheinlich weniger was mit der Milch zu tun, es ist ja nur Laktose da drin, sondern es ging vermutlich eher um den hohen Kaloriengehalt, den diese Biere haben, in einer Zeit, wo es möglicherweise bei den Patienten eher um das Thema Unterernährung ging. Ansonsten stammt dieser Bierstil eher um die Jahrtausendwende, also in den späten 1800er Jahren, da ist er zum ersten Mal aufgetaucht und wie gesagt, Left Hand Brewing hat diesem Bier mit dem Milk Stout quasi eine Referenz gegeben, muss man fairerweise schon sagen. Ansonsten kennt man diesen Bierstil auch als Sweet Stout oder Cream Stout und das unterstreicht noch einmal zumindest auf der einen Seite den Geschmack und auf der anderen Seite den Kaloriengehalt wie Sahne, Cream. Und wenn ich das Bier jetzt hier einschenke und es da von ganz oben kommen lasse, dann seht ihr, es dauert relativ lange, bis da sich eine Schaumdecke oben bildet und die wird auch maximal ein Finger breit. Ansonsten schöner, beiger, leicht bräunlicher Schaum obendrauf. Pitch Black, sagt der Amerikaner zu so einem Bier. Es ist komplett undurchsichtig. Obwohl, es hat so leichte rötliche Einschläge, aber ich fürchte, das bekommt man im Video jetzt nicht zu sehen. Ja, und das ist genau der Grund, warum ich dieses Bier gekauft habe. Süß, Schokolade, röstmalzig, Kaffeenoten. Es ist einfach ein, ja, es ist schon in der Nase ein Riesenspaß, dieses Bier. Aber wie gesagt, diese süßen Töne, die sind dann doch ganz weit mit vorne. In diesem Sinne, cheers. Es hat eine sehr angenehme Bittere, die sich mit süßlichen Noten eben sehr schnell präsentieren. Hat ein sehr cremiges Mundgefühl. Da ist Schokolade mit dabei. Sowohl Milchschokolade als auch Bitterschokolade, Röstaromen, Lactobacillus. Es hat eben dieses Milchige, was man eben bei den Milk Stouts ja auch haben will. Mittlerer Körper, ganz, ganz leicht ölige Textur, sehr cremige Mundgefühl. Sanfte Kohlensäure, hat man ja auch gesehen, die ist mittlerweile auch schon wieder komplett verschwunden. Und hinten raus ein sehr sanftes Finish, röstmalzig, bitter, dunkle Früchte und irgendwie auch dieser milchige Touch, dieser Lactobacillus. Sehr, sehr schön bei diesem Bier. Es ist schlicht und ergreifend
Und das muss man einfach so sagen, es ist eine Referenz für den Bierstil, das Milk Stout von Left Hand Brewing. Und deshalb gibt es vom ProbierTV für dieses Milk Stout von Left Hand Brewing 4,5 Punkte, für das Milk Stout von Left Hand Brewing aus Colorado, einem Biermecker in den USA. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr dieses Bier kennt, dann lasst euch kräftig aus bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.